Herzlich willkommen zu dem ersten deutschen Creepypasta-Sprecherturnier auf dem Kanal Dark Showdown. In dem Turnier kann man seine Qualitäten als Sprecher zur Schau stellen, indem 8 oder 16 Vertoner in einem K.O.-System gegeneinander antreten. In einem Achtel- oder Viertelfinale treten dann immer Paare gegeneinander an. Der mit der besseren Jurybewertung und dem besseren User-Vote kommt eine Runde weiter. Die Regeln sind genau die gleichen wie bei den Einzelbattles. Keine Soundeffekte, Stimmen dürfen verändert werden und als Musik darf man Mew, Krau und ab sofort Incompetech benutzen. Die Kanäle und Internetseiten sind in der Beschreibung verlinkt. Man muss ein Qualifikationsvideo einreichen, damit wir Fakes ausschließen können. Dazu muss die Creepypasta, die ihr in der Videobeschreibung findet, vertont werden. Ihr ladet die Datei mit der Nicht-gelistet-Funktion hoch und schickt uns den Link per PN. Nicht per Skype, nicht per Facebook und auch nicht per Twitter. Das ist dafür da, damit wir den Überblick behalten. Es werden 8 oder 16 Sprecher qualifiziert. Falls es 9 bis 11 oder über 17 Qualifikationen geben sollte, werden die Sprecher von der Jury nicht qualifiziert, bis wir auf 8 oder 16 Sprecher kommen. Also gebt euch bei der Qualifikation schon Mühe. Falls es 12 bis 15 Qualifikationen geben sollte, springen die Jurymitglieder ein, um 16 Teilnehmer zu haben, damit niemand die erste Runde ohne Kampf gewinnt. Falls sich weniger als 8 Vertoner für das Battle interessieren, wird das Turnier nicht stattfinden. Wenn ihr qualifiziert werdet, tretet ihr im Achtel- oder Viertelfinale gegen einen zufällig ausgelosten Gegner an. Ein Video zum Turnierbaum wird jeden Sonntag hochgeladen. Dort werden auch die Creepypastas bekannt gegeben, die vertont werden müssen. Dann habt ihr bis zum nächsten Samstag 20 Uhr Zeit, die Creepypasta zu schicken. Dazu ladet ihr die Audiodatei bei fileupload.net hoch und schickt den Link wieder nur per PN auf YouTube. Achtet darauf, dass uns der Titel der Datei nicht verwirrt. Die Videos werden bis Sonntag 15 Uhr hochgeladen. Die Zuschauer können bis Freitag 15 Uhr ihre Favoriten mit Kommentaren bewerten. Das Ergebnisvideo kommt dann am Sonntag und wird nicht detailliert ausfallen. Dazu kommt, wie schon erwähnt, der Turnierbaum, die neuen Paarungen und die Creepypastas, die diese Paarung vertonen müssen. Da das Turnier ein Versuch ist und dies recht viel Arbeit für uns bedeutet, kann es zu Verspätungen, Verschiebungen und spontanen Änderungen kommen. Der Abgabetermin für die Qualifikation ist der 1.7.2014. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns diese doch in die Kommentare oder schickt sie per PN.